Aber das muss jetzt reichen. Oh, die ersten Leute sind angesiedelt. Sehr schön. Gut gemacht, Bürgermeister. Mhm. Sehe ich genauso, auch wenn es um ein ganz anderes Thema ging. Aber ich habe es gut gemacht, definitiv. So, dann wollen wir noch eine Müllabfuhr hinsetzen. Auch hier ballern wir mal noch eine hin. Man kann ja nie wissen. Zahlen unseren Kredit schon mal zurück. Denn wir haben wieder Kohle. Alles ist gut. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Wir können ja noch weitere große Gebäude bauen. Das Wissenschaftszentrum. Expo Center. Also im Prinzip können wir von der fünften Stufe schon alles bauen. Und das hier kriegen wir nicht. 50% der Bevölkerung hochgebildet. Könnten wir hinkriegen. Bauen Sie alle städtischen Dienstleistungsgebäude. Ja, 20 von 30 haben wir. Aber ich brauche erstmal meine 44.000 Leute, die hier in der Stadt wohnen sollen. Das dauert noch ein bisschen. So, dann bauen wir mal noch ein paar Parks. Ja, ja. Hier kriegt alle ganz, ganz viel Zeug. Noch ein botanischer Garten. So. Seid ihr zufrieden? Kommt ihr in meine Stadt? Ich will's hoffen. Na, will er nicht? Er will nicht. Wir werden ihn zu seinem Glück zwingen. Glückwunsch. Okay, jetzt brauchen wir noch mehr Gewerbegebiet. Bauen wir, bauen wir. Gut, das ist alles Gewerbegebiet. Zwar nur kleines, aber das ist erstmal... Nee, das ist schon das große, ja. Rohrprobleme? Nee, ist alles okay. Könnt hier höchstens noch ein paar bauen. So. Aber der Rest ist in Ordnung. Absolut. Irgendein Haus nicht angeschlossen? Nein, aber hier stehen... ganz viele leer. Weil ich doch tatsächlich keine Rohre platziert habe. Verdammt. Ja, Agrarwirtschaft ohne Wasser ist schon echt doof. Ganz viele leerstehende Gebäude. Ich hoffe nicht mehr lange. Die werden wir jetzt erstmal alle abreißen. Damit wir wieder Platz haben in der Stadt. Sehr gut. Hier ist noch was. Da. Okay, alles wieder gut. Alles wieder gut. Jetzt werden die Wohnviertel wieder attraktiver. Wie sieht's aus mit dem Tourismus? Ausgehende Verbindung? Nein. Fahrgeschäft. Also, wir haben jetzt 1118, die mit der U-Bahn fahren. Das ist geil. 37 Touristen leider nur. Aber hey, das sieht gut aus. Gefällt mir. Ich brauche hier noch einen Friedhof, fällt mir gerade auf. So. Ein Krematorium auf der anderen Seite. Dann bauen wir hier auch nochmal ein Krankenhaus, weil das ein neuer Stadtteil ist. Einfach nur, weil wir es können. Und den Arzt bauen wir hier noch mit hin, damit die Leute auch gleich zum Arzt gehen können, von der Arbeit aus. Und sagen können, ich fühle mich nicht so gut. Ich gehe dann mal. Nein.
Das wollen wir nicht einbrechen lassen. Das geht gar nicht. Ein Polizeigebäude hier hin. Brauchen wir sonst noch irgendwo eins? Ja, hier oben noch. So. Alles schicki. Alles schicki und Mickey. Es wird Zeit, dass neue Leute bei uns ansiedeln. Ganz viele neue Leute. Du hast Strom bekommen, wenn ich auch nicht weiß, wodurch, aber wahrscheinlich durch eines der Gebäude im Umfeld. So, das reicht erstmal. Werdet erstmal groß. Kommt zu mir. Weitere Gebäude bauen. Wie sieht's aus mit der U-Bahn? Die ist dort. Das heißt, ich kann da noch schöne Gebäude hinbauen. Schöne große Gebäude. So wie das hier, den Geschäftspark. Kosten 80.000. Auaha. Aber da scheinen dann auch Leute hingehen zu wollen. Warum auch immer. Finde ich jetzt nicht so besonders. Großbibliothek. Können wir auch hinsetzen. So, weil wir einfach den Wohlstand besitzen. Dadurch wird der Tourismus mehr. Wir bekommen Kohle ohne Ende. 30.000 die Woche. Was haben wir denn sonst noch hier? Stadtviertel. Ja, das sind unsere Stadtviertel. Hauptsächlich geht es mir um die Industrie. Ansonsten würde ich die ungern setzen wollen. Freizeit. Sieht auch gut aus. Also überall, wo Bürger sind, wo Bürger wohnen, ist auch Freizeit außer hier. Da würde ich mich noch drum kümmern wollen. Botanischer Garten, den haben wir schon. Haben wir noch irgendwas anderes? Ich baue das hier mal. So, und das kommt auch noch hier hin. Alle happy. Happy, lappy, immer happy. Okay. Jetzt haben wir noch Platz mit Picknicktischen. Das könnten wir eigentlich in die freie Natur bauen. Hier so hin. Tada! Wird zwar nicht benötigt, ist mir aber egal. Platz mit Bäumen. Basketballplatz. Ui. Das ist was für Jugendliche. Wo wohnen denn die meisten Jugendlichen? Hier oben, ne? So, haben die Jugendlichen jetzt ihren Basketballplatz. Freuen sich. Ein drittes Loch in den Hintern. Nach einer Runde Joggen im neuen Park. Was? Fühle ich mich richtig energetisch. Guten Morgen zusammen, was für ein schöner Sonnenaufgang. Paradise on Earth. Ach ja, so kann ich mich auch jeden Tag fühlen. Wenn ich das will. So, auch die sind alle happy. Perfekt. Freut mich. Ihr könnt mir noch für Happiness sorgen. Dann kommt hier der japanische Garten noch hin. Und ein Gebiet mehr. So, alles schick. Die Touristen werden sich freuen. Die werden jetzt jederzeit hierher kommen wollen. Hoffe ich zumindest. Wie sieht's aus? Ah, Gewerbegebiet ist schon wieder verlangt. Das ist schlecht für mich. Denn dann muss ich wieder bauen. Und bauen habe ich doch keinen Bock. Ich will das doch alles hier hübsch machen. Also gut. So, unser neues Gewerbegebiet. Auf geht's. Bloß noch Wasser und Strom anschließen, aber Strom müsste von alleine gehen. Nur Wasser brauche ich noch.
Okay, Wasser. Ach, aus der Nachbarwohnung kommt schon wieder ein Gestank. Da sind schon wieder Leute gestorben. Das sollten wir unterbinden. Sonst haben wir da ziemlich große Probleme. Außerdem brauche ich hier noch mehr Wasser. So. Eins. Und zwei. Okay, dann ist das Wasser schon mal wieder da. Abwasserklärung. Dafür reißen wir den Rest wieder ab. Nee, noch nicht. Erstmal bauen. So, dann können wir das letzte auch noch abreißen. Ja. Damit das hier nicht alles zu verschmutzt ist. Ist es angeschlossen? Ja, ist es. Passt auch noch eins ran. Kolossale Stadt. Wir können ein Kernkraftwerk bauen. Na, endlich. Es wurde aber auch Zeit. Her damit. Na, wo ist es? Strom. Wir haben im Moment nur kein Geld. Das können wir ändern. Mittlerer Kredit. Her damit. So, das muss an der Straße gebaut werden. Machen wir das hier oben beim Erz mit hin. Okay. Verfügbarer Strom 1207 Megawatt. Egal, wie viel das monatlich kostet. Wie viel ist das? 8000. Völlig egal. Wir haben jetzt das Doppelte an Strom und brauchen nichts anderes mehr zu bauen. Wow, das reicht für eine ganze Weile. Wir können sogar das Budget runterstellen. So. Nur noch auf die Hälfte, auf 50%. Oh. Und dann brauchen wir wieder mehr Strom. Verdammt. Gehen überall die Lichter aus. Okay, wir produzieren immer noch 651 Megawatt Strom, das ist okay. Alles löst sich wieder auf, alle haben sie wieder Strom, alles ist super. Und dann kann ich das Budget nach und nach hochstellen. Das ist okay. Cool. Ein Gebäude ist abgebrannt. Und wenn schon, wenn sich die Feuerwehr nicht drum kümmert, mehr als Feuerwehren bauen, kann ich nicht machen. Und es gibt hier genug. Genau, mach mal schneller. So, und wenn die jetzt nicht geschützt sind, dann weiß ich auch nicht. Also eine Feuerwehr gleich nebenan, mehr kann ich nicht machen. Kommt auch noch eine hin. Eine kleine, denn ein Haupthaus haben wir hier schon. Ach. So, denen geht's überall gut. Wir brauchen jetzt wieder Industrie. Ja, hier oben war doch noch irgendwo ein Industriezweig, oder? Können wir noch ein neues Gebiet kaufen? Ja, können wir. Dann gucke ich mal, wo wir Rohstoffe herbekommen. Da war noch was. Ja, das wollte ich noch abernten. Und hier ist Öl. Könnten wir exportieren. Machen wir. Heißt, Gebiet kaufen. So, jetzt ist es offiziell. Das gehört uns. Oh je, und dann heißt es alles langziehen. Gott, oh Gott. Also. Straße Nummer 1. Straße Nummer 2. Immer mal eine Abzweigung rein. Muss nicht allzu viel sein. Haben wir kein Geld? Doch, Ort ist bereits belegt. Wovon denn? Okay. So, dann brauchen wir eine Straße nach oben. Das heißt, von hier aus
Bild nach oben drücken. Bild nach unten. Wunderbar. So, die Ölproduktion kann beginnen. Aber vorher muss ich das Gebiet noch mit Öl markieren. Es beginnt erst hier, ab der zweiten Straße. Ab der zweiten Straße. Die sehe ich jetzt natürlich auch total toll. Ölproduktion. Ahornplatz. Tja, der Ahorn, der hat hier bald keinen Platz mehr. Wenn wir erstmal das ganze Öl hier wegschaufeln. Okay, das ist der Ahornplatz, das ist Öl. Und ich brauche Industrie. Sehr gut. Okay, Pause. Ich brauche erstmal Wasser. Einmal komplett runter. Und noch einmal so. Dann ist Wasser überall, ne? Ja, sieht sehr gut aus. Weitermachen. Strom brauchen wir auch. Stromversorgung ist eigentlich noch relativ hoch. Das heißt, da brauchen wir gar nicht so lange Leitungen zu ziehen. Und fertig. So, dann geht der Strom auch dahin. Okay. Gut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und kümmern uns weiter um die Ölproduktion. Ich freue mich riesig drauf. Und auch auf euch. Vielen Dank fürs Ansehen und bis nachher.